Leute von Flake. Auch das gehört dazu, wenn man gute Aufnahmen haben will. Nachdem wir jetzt das dritte Mal Rentiere auf der Straße hatten und schöne Rentiere mit Muttertier und so weiter, muss ich jetzt mal die Windschutzscheibe putzen, dass wir überhaupt gute Aufnahmen kriegen. Weil ich weiß nicht, wie die Aufnahme aussieht. Auf jeden Fall sind hier so viele Mücken, das ist auch ein Grund, warum ich echt am Überlegen bin, weiterzufahren bis Norwegen und wirklich noch mal 4 Stunden länger fahren als eh schon die 5, ist wirklich, du wirst ja aufgefressen. Da schwirren sie schon wieder um mich herum. Das ist der Wahnsinn. Boah. Ja, irgendwas wollte ich euch noch sagen. Irgendwas Wichtiges war noch, was ihr beachten solltet. Gut, das mit dem, das ist nicht, jetzt weiß ich wieder, genau. Es wurde halt heute Nacht überhaupt nicht dunkel. Es wurde nicht nur dunkel, es wurde nicht nur nicht dunkel, es wurde immer heller und die Sonne kam raus. Also, die Solaranlage wird hier auch nachts geladen. Und normal schaue ich immer um 20 Uhr Tagesschau. Ja, der Satellit ist so tief, wir hätten den Eumel vorne anheben müssen, dass er einen Satelliten bekommt. Also teilweise Leute mit größeren Anlagen hatten sie ausgefahren. Das sah witzig aus, wenn die Anlage nicht hoch in den Himmel guckt, sondern nach unten. So, jetzt habe ich die Scheibe gleich fertig geputzt und dann fahren wir weiter und ich hoffe, dass wir noch schöne Aufnahmen kriegen von Tieren. Also wir haben bis jetzt sehr viele Tiere auf unserer Route und wir sind da gerade mal 2-3 Tage unterwegs gesehen. So, okay, Schatzi, ich muss auf deine Seite. Ja, jetzt guckt er genauso wie wir. Das hätten wir nicht erwartet. Und plötzlich am Polarkreis in Finnland. Ja, wie das alles kam und wieso und wie immer bei uns, weshalb und warum so plötzlich, können wir jetzt erklären. Wir fangen diesmal von hinten an, weil wir wären eigentlich gestern schon in Südnorwegen rübergefahren oder vorgestern. Aber tada, Unwetter, Regen die Woche, wie es bei uns immer so ist. Und da haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir die Tour über Schweden, Finnland, Nordkap. Am Nordkap ist egal, ob es da regnet, schneit oder stürmt und kalt ist es da eh. Und dann fahren wir über die Lofoten und machen West- und Südnorwegen. Und da freuen wir uns drauf. Und ihr könnt mitkommen. Also, bis denne. Tschüss.
Meine Frau spricht. Ja, ich kann auch sprechen. So, guten Morgen, Leute von Flake. Also, wir stehen jetzt hier an dem Artec Center in Finnland oder auch Weihnachtsmanndorf genannt. Ja, wir haben gedacht, das muss man mal sehen unter uns. Nö, muss man nicht sehen. Stellplatz ist das hier nicht. Das ist einfach nur der Parkplatz, wo man stehen darf, schlafen kann und so weiter. Genau gegenüber, wichtiger Tipp vom Weihnachtsmanndorf, ist eine Tankstelle. Und da ist Ver- und Entsorgung. Die kann man kostenlos nutzen. Also noch ein Tipp an die Leute, die die Tour auch fahren. Wir haben ja jetzt 20. Juni. Tipp Nummer 1, hier geht die Sonne nicht mehr unter. Also um 12, 1 Uhr ist es hier nicht nur taghell, es ist auch warm. Und wir sind gestern angekommen am Polarkreis bei 19 Grad abends. Und die Sonne knallt jetzt schon. Es soll in den nächsten Tagen durchgehend regnen. Wir fahren heute noch eventuell zum Nordkap. Ich wollte eigentlich hier in Finnland noch ein bisschen am See stehen und so weiter. Hat sich heute Morgen zerschlagen, nachdem wir die ganze Nacht nur Mücken gejagt haben, Autan eingeschmiert haben. Und wir stehen hier noch nicht mal am See. Aber hier sind so viele Mücken und die sind so gierig und die krabbeln wirklich durch die Zwangsentlüftung rein, ja, und suchen sich dann einen Weg an den Mückennetzen vorbei. Gut, nur so viel zum Tipp. Ja, Elke kramt noch ein bisschen rum. Dann gehen wir noch mal ganz kurz in das Weihnachtsmanndorf und wollen da das Postamt angucken. Dann entsorgen wir an der Tankstelle und dann fahren wir weiter. Wir melden uns dann. Also das ist der Briefkasten für die, so wie es drauf steht, für die tägliche Post. Und innen gibt es noch einen Briefkasten. Da kann man die Post reinstecken und dann kommt die zu Weihnachten an. Was wir natürlich toll finden. Mich hat übrigens schon wieder was gestochen. Nur mal am Rande. So, wir müssen einkaufen, ein bisschen Wasser und so, und da haben wir uns gedacht, warum nehmen wir dann nicht den nördlichsten blauen Laden der blauen Supermarktkette? Ja, nee, da geht Elke jetzt mal einkaufen und ich kümmere mich mal um unser Navi, weil das will nicht mehr ins WLAN. Das ist doof und da gucke ich jetzt mal nach. Thank you.
Ziel erreicht. So. Mein Schatz friert. Mein Schatz friert aus dem Grund, weil wir sind angekommen. Schaut mal hinter uns. So. Und jetzt drehe ich euch mal um. Seht ihr das da? Das da? Leute, wir haben es geschafft. Wir sind am Nordkap angekommen. Yeah! Mein Traum seit 30 Jahren, wo ich vor 30 Jahren in Norwegen war und es nicht hierher geschafft habe. Innerhalb von 6 Wochen mit 2 Geländewagen haben wir es nur bis zu den Lofoten geschafft. Und jetzt haben wir, auch wenn der Grund traurig ist, weil die Taufe abgesagt wurde, weil alle Corona haben, es ehrlich geschafft und haben gesagt, komm, dann ziehen wir es jetzt durch und machen Norwegen von hinten und fahren zuerst zum Nordkap und dann geht's Richtung Lofoten. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Nordkap-Wetter. Ja, es regnet und es ist kalt. Ja. Ja. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. So, also es stimmt wirklich, man versucht an der Kasse mit einem zu diskutieren, dass man ja ins Gebäude rein möchte. Nee, wollten wir nicht. Wir wollten nur in den Shop und maximal vielleicht ins Café. Das probieren wir auch gleich. Und wenn man nur hier parken möchte, und das habe ich schon gesagt, du, wir wollen nur hier parken, übernachten und uns das Nordkap anschauen, dann zahlt man keine 300 Kronen pro Person Eintritt. Also als kleiner Tipp. Gut, und jetzt mache ich mal ein paar schöne Fotos. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Servus Leute von Flake, wir haben das Nordkap verlassen, ja. So wie es halt ist, starker Nebel, starker Wind, viel Regen, aber wir waren da, wir haben es gesehen, die Aufnahmen habt ihr ja auch gesehen und jetzt sind wir weiter, ja, Richtung Lofoten, sind jetzt ungefähr so 350 Kilometer vor Narvik und ich zeige euch jetzt mal hier die Umgebung.